In diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks zum kurzen Spiel geben, die besonders für Senioren und Anfänger geeignet sind. Also bleib dran, wir starten jetzt. Die Techniken, die ich dir in diesem Video zeigen möchte, sind deswegen speziell für Senioren und für Anfänger geeignet, weil sie koordinativ nicht schwierig sind. Wenn man etwas älter wird, beziehungsweise auch wenn man anfängt mit dem Golfspiel, ist eventuell das Nervenkostüm bzw. die Koordination nicht so gut, dass man unter Stress gute, feine Schläge abliefern kann. Und deswegen reden wir jetzt über die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir das wesentlich einfacher und konstanter gestalten können. Den ersten Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du keinen konventionellen Griff verwendest, sondern den Puttgriff. Ein Puttgriff ist deswegen interessant, weil den gibt man erstens einmal ein bisschen mehr in die Handfläche und das schaltet die Handgelenke etwas aus. Und zweitens, man hat auch dadurch ein bisschen mehr Gefühl eventuell in den Fingern, als wenn man einen normalen Standardgriff verwendet. Das heißt, mein Tipp Nummer 1 ist, bitte verwende einen Puttgriff für deine Chip-Bewegungen. Ich verwende übrigens ums Grün herum ganz gerne einen Eisen 9. Hier oben findest du einen Link zu dem Video, in dem ich bespreche, warum ich das Eisen 9 als mein Lieblingseisen beim kurzen Spiel sehe. Also die Bewegung schaut so aus. Ich nehme einen Puttgriff. Ich verwende dafür einen Reverse Overlap Grip und mache da im Prinzip nur eine Putt-Bewegung und der Ball geht super einfach weg und ich habe einen wesentlich besseres Gefühl als eventuell wie bei einem konventionellen Griff. Tipp Nummer 2, das Gewicht ist am linken Fuß. Aber wie, ist die Frage. Falsch wäre es, wenn ich das Gewicht am linken Fuß gebe und meine Wirbelsäule nach rechts neige. Viele machen Folgendes, sie geben dann das Becken nach links, spüren dann das Gewicht am linken Fuß, aber sie lassen den Oberkörper nach rechts neigen. Und das Problem hier ist, dass man dann beginnt, den Ball etwas mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen, beziehungsweise man kann einfach keine guten Kontakte erzeugen. Das heißt, ich möchte ganz gerne, dass die Wirbelsäule wirklich fast ganz gerade dasteht. Das Problem ist aber, wenn ich einen Griff mache, ist ja die linke Hand höher als die rechte Hand und dadurch ist automatisch die rechte Schulter tiefer. Und das ergibt dann eben diese Haltung, von der ich gerade gesprochen habe. Eine ganz einfache Möglichkeit, wie du diese Seitneigung nach rechts ausgleichen kannst in eine neutrale, ist es, dass du eben, nachdem du deinen Puttgriff genommen hast, versuchst, den Ball von der linken Seite anzuschauen. Ich schaue den Ball von der linken Seite an und du siehst sofort, wie meine Wirbelsäule beginnt, sich etwas mehr nach links zu neigen. Damit habe ich automatisch mehr Gewicht am linken Fuß und kann dadurch auch den Ball ein wenig in der Abwärtsbewegung treffen, ohne dass ich wirklich daran denken muss. Tipp Nummer 3 für bessere und konstantere Chips für Senioren und für Anfänger ist es, dass ihr beim Chippen nicht zu weit vom Ball wegsteht, sondern wirklich den Schläger so knapp hingebt, dass sogar die Ferse hier ein wenig in die Luft kommt. Das macht überhaupt nichts aus. Aber es ist wesentlich einfacher, weil erstens kommt mir die Bewegung jetzt ähnlicher wie ein Putt vor, weil ich ja den Puttgriff verwende. Und zweitens kann ich den Schläger auch gerade zurücknehmen. Ich meine nicht, dass er jetzt wirklich ganz gerade zurückgeht, er wird schon in einer kleinen Kurve zurückgehen. Aber es ist wesentlich weniger, als wenn ich so stehe, weil dann wird der Schläger mehr hier reingehen. Und es wird dadurch wesentlich einfacher sein, den Ball gut zu treffen. Ich zeige das mal ganz kurz vor. Also mein Puttgriff, gehe näher zum Ball, die Ferse ist wirklich in der Höhe, schaue den Ball etwas von links an und mache meine Bewegung. Ich habe letzte Woche ein Seminar bei dem Weltklasse-Trainer Scott Cox in England besucht. Dieser bekannte Weltklasse-Trainer hat mir eine sehr interessante Technik gezeigt, die ich auch mit dir teilen will. Und zwar, er nannte sie die Alligatorenhände. Das sind Alligatorenhände. Was heißt das? Das heißt, ich nehme mein Setup ein und gehe so weit hinunter mit dem Oberkörper, dass die
Ellbogen hier seitlich am Körper sind. Das sind eben die Alligatorenhände. Und die Idee dahinter ist es, dass ich mir vorstelle, dass diese Ellbogen am Körper bleiben und dass ich sie quasi, wie wenn ein Handtuch unter den Armen wäre, aber ich versuche eher, das Handtuch etwas zu wurzeln und nicht zu viel mit dem Körper hier zu machen. Ja? Also es ist eher am Bauch entlang bleiben hier mit den Ellbögen. Und ich habe das probiert, bin begeistert, fühlt sich total toll an. Und gerade bei den Anfängern, die ich unterrichte, hat das sehr, sehr viel geholfen. Ich zeige das mal ganz kurz nochmal vor. Das heißt, nochmal näher hin, Puttgriff, Stücke aufstellen, Ball von links anschauen. Jetzt gehe ich weiter runter, dass ich diese Ellbogen hier habe. Und jetzt versuche ich, dass diese Ellbogen den Körper nicht verlassen. Ganz eine tolle, simple Technik und funktioniert übrigens auch hervorragend bei Schlägen, würde ich sagen, mit dem Sandwich bis ca. 40 Meter ungefähr. Ja, und zu guter Letzt möchte ich auf ein Missverständnis hinweisen, dass viele Amateurgolfer gerade Anfänger haben. Und zwar, das ist die Bezeichnung der Wedges. Ihr habt sie alle in eurer Tasche, einen Schläger, wo ein P drauf ist und das nennt man Pitching Wedge. Und dann hat man meistens noch ein Sandwich und hat dann Bezeichnung S. Nun ist es so, dass die meisten Leute glauben, dass man mit dem Pitching Wedge pitchen soll und mit dem Sand Wedge aus dem Sand spielen soll. Und das ist ein Missverständnis, das kommt ja noch aus den 30er Jahren. Damals gab es noch kein Sand Wedge. Da hat damals der Sam Snead, der damals alles gewonnen hat auf der US-Profitour, der ist damals geflogen zur British Open mit einem Flieger und ist bei den Tragflächen gesessen und dann hat er sich gedacht, warum fliegt dieser Flieger? Und er ging zum Piloten nach vorne. Damals durfte man ja das noch und der hat ihm erklärt, eben, dass dann Unterdruck kommt von der Luft und das drückt durch die Form des Flügels den Flieger in die Luft, den Träger in die Luft. Ja, und dann hat sich der Sam Snead gedacht, super, dann baue ich mir auch einen Schläger, der die Form eines Flügels hat und verwende das im Sand. Und er hat tatsächlich dann im Sand damit gespielt. Die Bälle sind super rausgekommen und keiner hat verstanden, wieso er das so toll kann. Er hat damals übrigens dann den Schläger dann so in die Tasche reingegeben, dass der Griff rausgeschaut hat, damit keiner sehen kann, was er eigentlich macht. Aber kurz danach hat er das dann eh patentiert und der Sandwich wurde bekannt, nicht nur als ein toller Sandschläger, als auch als ein toller Schläger fürs Pitchen. Und heutzutage ist es eigentlich auch üblich, mit einem Sandwich zu pitchen. Und sehr häufig sehe ich eben Anfänger, dass sie unabsichtlich durch die Bezeichnung mit einem Pitching Wedge pitchen, anstatt mit einem Sandwich, wo sie oft mehr Höhe bekommen und der Ball schneller liegen bleibt. Die andere Sorte von Golfern sind die ausschließlich das Sandwich verwenden fürs Chippen und für Pitchen. Und euch empfehle ich, dass ihr ab und zu vielleicht einmal zu einem Eisen 9 greift oder zu anderen Schlägern, einfach mal um etwas mehr Erfahrung zu bekommen, wie der Ball im Grün reagiert. So, noch ganz kurz zur Verdeutlichung von diesem Thema Sandwich versus andere Schläger. Ich habe jetzt einen Pitch, der ist ca. 40 Meter lang und ich könnte jetzt folgende Situation haben. Ich könnte eine Fahne haben, die sehr kurz steckt und es gibt Hindernisse vorher und dann gibt es eine Fahne, die auch weiter hinten ist, die auch Hindernisse vorne hat, aber ich habe doch vielleicht 25, 20, vielleicht sogar mehr Meter Grün zum Arbeiten. Für diese hintere Fahne muss ich jetzt nicht unbedingt ein Sandwich nehmen. Er muss ja nicht am höchsten über den Bunker drüber fliegen. Dann reicht es vielleicht wirklich, wenn ich einen Pitching Wedge nehme oder ein Eisen 9. In dem Fall habe ich einen Pitching Wedge und mit meiner Krokodilbewegung, mit meinem Puttgriff, wie vor, Ellbogen im Körper, einfach einen Aufschwung macht, der ein bisschen weiter ist und der Ball wird trotzdem herrlich über die Bunkerlandschaft oder über die Hindernisse drüber fliegen und wird ein wenig mehr rollen als mit dem Sandwich. Habe ich jedoch einen Schlag, wie gesagt, auf die kurze Fahne, wo ich drüber muss, dann nehme ich eben das Sandwich und mache wieder genau das Gleiche. Wie gesagt, das ist nur eine Form, wie man es machen kann. Man muss es nicht so machen. Auch hier kannst du versuchen, einen Puttgriff zu verwenden. Und mache genau dasselbe. Die Alligatorenhände. Und versucht mit etwas mehr Bewegung eine schöne kontrollierte Pitchbewegung zu machen.
und ich habe ihn sogar fast eingelocht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und vielleicht möchtest du es ja auch mit deinen Freunden teilen. Hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!